Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Auf der BlizzCon Online wurden die Gerüchte endlich bestätigt. Es wird The Burning Crusade Classic geben. Wir fassen euch in diesem Video alle bekannten Infos und vor allem kommende Änderungen schnell, kompakt und übersichtlich in 16 Punkten zusammen. Falls ihr uns kostenlos supporten wollt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. The Burning Crusade wird in 5 Phasen erscheinen. Der Patchstand wird jedoch dem letzten Patch aus TBC entsprechen, nämlich 2.4.3. In Phase 1 beginnt demnach die Arena Season 1, zusammen mit dem 10-Mann Raid Karazhan sowie den beiden 25er Raids Gruls Unterschlupf und Magteridons Kammer. In allen genannten Raids könnt ihr das T4-Set, besser gesagt deren Tokens, erlangen. In Phase 2 geht es dann weiter mit dem Schlangenschrein. Zudem öffnet die Festung der Stürme mit Keltas höchstpersönlich. Hier gibt's die T5 Tokens zu ergattern. In der dritten Phase startet die zweite Arena Season, zusammen mit den Schlachtzügel um den Hyal-Gipfel sowie den Schwarzen Tempel. Hier gibt es dann die ersten T6 Tokens. In Phase 4 beginnt die dritte Arena Season und der 10-Mann Raid zu Laman kommt ins Spiel. In Phase 5 werden die Insel Keltanas, die Terrasse des Magisters, das Sonnenbrunnenplateau und die vierte Season der Arena veröffentlicht. Im besagten Raid droppen zudem die letzten Token für das T6 Set. Als kleiner Funfact zum Schluss: Früher in TBC war der Schlangenschrein, die Festung der Stürme sowie der Hyal-Gipfel schon ab Launch im Spiel. Auch diesmal wird es wieder einen Pre-Patch geben. Allerdings könnt ihr, anders wie früher, ab besagten Patch schon eure Blutelfen bzw. Draenei spielen, sodass ihr zu dem Start, also wo das dunkle Portal seine Pforten öffnet, direkt loslegen könnt. Außerdem werdet ihr schon mit Level 30 das normale Reiten kaufen und erlernen können. Was viele Spieler jetzt vielleicht schockieren mag und nach einer großen Änderung klingt, ist es im Eigentlichen gar nicht, denn im Patch 2.4.3 hat Blizzard das notwendige Level für das erste Reittier bereits auf Stufe 30 reduziert. Es wird möglich sein, einen Charakter auf Level 58 boosten zu lassen. Das Ganze ist allerdings kostenpflichtig sowie nur einmal pro Account möglich und soll vor allem neuen Spielern ermöglichen, schnell einen Fuß in die Scherbenwelt zu setzen. Der Charakter befindet sich dann wie erwähnt auf Stufe 58 mit normalem Reitskill und einigen blauen Gegenständen. Zudem kann der Boost nicht auf Draenei oder Blutelfen angewandt werden. Anders als zu Beginn von TBC können Arena-Teams in TBC Classic aus doppelt so vielen Spielern bestehen, wie es das Bracket zulässt. Zum Beispiel können in eurem 2 gegen 2 Team insgesamt 4 Spieler gleichzeitig Mitglied sein. Alle Spieler des Teams müssen nur einen gewissen Prozentsatz der Partien gespielt haben, um von der Wertung am Ende der Woche zu profitieren. Wie ist also der Übergang von WoW Classic zu TBC? Alle bestehenden Server erhalten ab dem Pre-Patch von TBC ein Upgrade mit den neuen Inhalten von Burning Crusade Classic. Nun könnt ihr euch pro Charakter entscheiden, ob dieser auf dem besagten TBC-Server bleiben wird oder auf einem sogenannten WoW Classic Era Realm transferiert werden soll. Wenn ihr euren Charakter auf beiden Typen spielen wollt, habt ihr die Gelegenheit, einen optionalen, kostenpflichtigen Dienst zu nutzen, um mit einem Klon des Charakters auf beiden Spieltypen zu spielen. Es wird kein Goldlimit beim Charaktertransfer geben. Egal, ob ihr auf dem bestehenden TBC-Server bleibt oder auf den Classic-Era-Server euren jeweiligen Charakter transferiert. Ihr könnt so viel Gold wie möglich mitnehmen, ohne dass ihr Einschränkungen befürchten müsst. Einzig das Ingame-Gold-Cap von 214.000 Gold kann nicht überschritten werden. Wir bezweifeln allerdings, dass die meisten Spieler von euch solch eine Summe besitzen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie viel Gold ihr momentan auf eurem Account habt. Damit TBC vor allem die 5er Dungeons dank der Heroic-Version mehr an Bedeutung gewinnen, überlegt Blizzard, ob sie nicht das momentäre tägliche Limit von 30 Instanzen erhöhen. Ob das Ganze dann nicht wieder andere Probleme mit sich bringt, bleibt abzuwarten. Schließlich wurde das Limit ja nicht umsonst eingeführt. Die Entwickler halten es für sehr wahrscheinlich, dass sie an den Trommeln des Krieges von Lederverarbeitern Anpassungen vornehmen werden. Besagte Trommeln erhöhen die Angriffskraft sowie den Zauberschaden der ganzen Gruppe. Die Trommeln sollen ein wichtiger Vorteil von Lederverarbeitern bleiben, doch soll der Beruf keinen so riesigen Vorteil bringen, wie es damals in TBC war. Wir hoffen sehr auf Änderungen in dieser Richtung, da es wahrscheinlich viele Min-Max-Gilden dazu bringen wird, so viele Lederer wie möglich mitzunehmen. Außerdem weiß jeder von uns, dass es vermutlich in Random Raids so aussehen wird, dass Lederer mit Trommeln bevorzugt werden. Hoffen wir mal auf eine kleine Anpassung. Mit dem Launch von TBC Classic passen die Entwickler auch die Levelerfahrung in den alten Zonen an. Ihr benötigt zwischen Level 20 und 60 weniger Erfahrung für Stufenanstiege, zudem bekommt ihr mehr Erfahrung aus Quests. Wie er bereits erwähnt, wird für TBC Classic Patch 2.4.3 als Basis herhalten. Zum Glück wurden mit dem Patch 2.1.0 so gut wie alle bekannten World Buffs wie zum Beispiel der Oni oder Neff Buff oder auch der Rend entfernt. Besser gesagt können ab diesem Patch keine Ziele über Level 63 von den besagten World Buffs profitieren. Vermutlich eines der besten Features, welche man mit TBC zu erwarten hat. Zumindest geht es uns so. Es wurde angekündigt, dass es eventuell neue Server für TBC Classic geben könnte.
Das passiert aber nur, wenn auf allen vorhandenen Servern die Warteschlangen aus dem Ruder laufen. Wenn es dagegen nur auf einigen Servern zur Überbevölkerung kommt, wird Blizzard zuerst Servertransfersmöglichkeiten anbieten, um betroffene Spieler den Wechsel auf die anderen bereits vorhandenen Servern zu ermöglichen. Auch das Layering wird wieder aktiv. Dadurch wird es mehrere Instanzen der Welt geben, sodass sich die Population auf alle verteilt. Natürlich ist das Fluch und Segen zugleich. Ich meine, wir spielen WoW Classic, da wir ja nur eine Welt wollten, welche nicht in verschiedene Layer aufgeteilt ist. Andererseits wird es vor allem zu Beginn von TBC nicht anders möglich sein. Ihr müsst euch überlegen, zu Beginn von Classic startete so gut wie jede Fraktion woanders. Nur Orks und Trolle bei der Horde sowie Gnome und Zwerge bei der Allianz mussten sich ein Startgebiet teilen. In The Burning Crusade starten beide Fraktionen auf der Höllenfeuer-Halbinsel. Ihr könnt euch ja vorstellen, was dort abgehen wird. Die Bosse sollen alle in ihrer nicht abgeschwächten Version erscheinen, da sich die Raid-Community über die Jahre einfach verändert und vor allem weiterentwickelt hat. Früher wurde nicht mal ansatzweise so viel geminmaxed und optimiert, wie es heute der Fall ist. Dadurch erscheinen so gut wie alle Bosse in ihrer komplett ungenervten Form. In ein paar Fällen wollen sie allerdings individuell entscheiden, ob und welche Anpassungen sie vornehmen können. Damals hatten Blutelf-Paladine Zugriff auf das Siegel des Blutes, während Allianz-Paladine das schwächere Siegel der Vergeltung nutzen mussten. In TBC Classic werden alle Paladine Zugriff auf alle Siegel haben. Blutelf-Paladine können Siegel des Blutes ab Level 64 erlernen, genauso haben Allianz-Paladine früher Zugriff auf ihr Siegel der Vergeltung. Das jeweils andere Siegel gibt es dann auf Stufe 70. Warum das jetzt so eine wichtige Änderung ist, erfahrt ihr in einem unserer letzten Videos, welches wir euch am Schluss oben rechts am Eck verlinken. Das Looking for Group Tool, welches bereits mit Burning Crusade ins Spiel kam, soll optisch sowie von seiner Bedienbarkeit überarbeitet werden. Allerdings braucht ihr keine Angst haben, ihr müsst nach wie vor händisch nach Mitspielern suchen. Somit werdet ihr nicht serverübergreifend mit 4 anderen Randoms in eine Instanz geworfen und müsst euch nach wie vor manuell für die jeweiligen Dungeons anmelden und via Hand die Spieler auswählen und einladen. Auch auf dieses Tool sind wir ebenfalls schon genauer in einem vergangenen Video eingegangen. Wir verlinken euch dieses am Schluss bzw. in der Videobeschreibung. Zum heutigen Zeitpunkt ist leider noch kein Release-Datum bekannt. Wenn man dem ehemaligen Nostaldrius-Mitglied Nano allerdings glauben mag, soll die Beta schon Ende Februar starten. Der Pre-Patch dann Mitte April kommen und der Release am 4. Mai. Ob das Ganze natürlich stimmt, ist reine Spekulation. Da Nano schon mal mit einem anderen League recht behalten hat, kann dieses Datum definitiv möglich sein. Für uns hört sich das allerdings etwas zu optimistisch und früh an, aber Anfang Mai könnte ja zumindest der Pre-Patch erscheinen. Was haltet ihr allgemein von weiteren Änderungen, wie zum Beispiel das Einführen des Dual Specs? Man müsste das Ganze ja nicht in der Version bringen, welche es heutzutage in Retail gibt. Es würde ja vielleicht schon reichen, dass man für einen fixen Betrag an Gold auf eine andere, vorher definierte Skillung wechseln könnte. Beim Lehrer natürlich. So könnte man zumindest Raids sowie Arena mit einem Charakter in vollen Zügen genießen, ohne dass man jedes Mal seine Talentpunkte komplett von neuen verteilen müsste. Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu, sowie eure momentanen Goldbestand aus Classic in die Kommentare. Wenn ihr euch für die Beta von The Burning Crusade Classic anmelden wollt, könnt ihr das ganz normal auf der Homepage machen. Klickt dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung, prüft nochmal, ob ihr mit eurem Battle.net-Account eingeloggt seid und klickt anschließend auf Werde Beta-Tester. Wenn ihr keines von unseren Videos rund um TBC verpassen möchtet, dann lasst uns doch super gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Freut uns auf jeden Fall sehr. Vielen lieben Dank und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.